Während es die Funktion der Übertragungs-, Sicherungs- und der Vermittlungsschicht ist, Netzwerk- oder Übertragungsdienste bereitzustellen, stellen die Sitzungs-, Darstellungs- und die Anwendungsschicht Anwendungsdienste bereit. Die Transportschicht kann als Bindeglied zwischen den Netzwerkdiensten und den Anwendungsdiensten betrachtet werden. In dieser Schicht können die Daten verbindungsorientiert oder aber auch verbindungslos transportiert werden. Je nach Anwendung ist das eine oder das andere von Vorteil. Die Transportschicht baut eine logische Verbindung zwischen zwei Komponenten auf. Diese Verbindung kann, je nach verwendetem Protokoll, gesichert oder ungesichert sein. Zur Aufrechterhaltung und Sicherung der Verbindung stellt sie eine Sequenzialisierung der übertragenen Daten sowie eine Bestätigung und eine Flusskontrolle bereit. Bei etwaigen Übertragungsfehlern werden, je nach verwendetem Protokoll, die Daten noch einmal neu übertragen, die sogenannte Retransmission. Zu einem gesicherten Aufbau und einer gesicherten Datenübertragung gehört auch ein strukturierter und gesicherter Verbindungsabbau. Möchten nun zwei oder mehr Stationen gleichzeitig Verbindung zu einer Anwendung aufbauen, wird dies von der Transportschicht durch Session Multiplexing realisiert. Als Beispiel können wir einen Webserver heranziehen. Dort wird der gleichzeitige Zugriff vieler Stationen auf einen einzelnen Webserver durch Session Multiplexing realisiert. Auch die Transportschicht hat eine maximale übertragbare Datengröße pro PDU. Die PDU in der Transportschicht wird Segment genannt.